Hallo, hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Ihr lieben Menschen, wie geht's euch? Ja, ich hoffe gut natürlich. Wir machen uns mal ein bisschen fresh, weil es ist sehr warm. Das ist auch unser Thema eigentlich. Das ist auch unser Thema, sehr warm. mache meine lustige Assi-Palme hier. So, weil es geht darum, eine Freundin hat gesagt, Alex, was mache ich, wenn es so warm ist? Es ist jetzt warm. Wie kommst du damit zurecht? Mehr Make-up, weniger Make-up, weil ihr kriegt alles in die Falten, dies, das. Sie weiß auch nicht. Gut, da machen wir dabei eben ganz schnell hier. Natürlich, fangen wir mal ganz kurz an mit Pflege, ihr Lieben. Letztens war ich bei DM und da habe ich halt so ein lustiges Sunspray genommen, ist ganz nett. Men Spray 30er Schutzfaktor ist okay, aber nicht fürs Gesicht bitte, ne? Da muss ich sagen, ich habe es auf die Arme gemacht, bin dann rumgefahren, hat wunderbar gewirkt. Ich bin eigentlich so ein 50-Kind, da sind wir ganz da gerade dabei. Das hatte ich mir da nämlich geholt. Also Sunscreen 50er finde ich immer wichtig. Das ist jetzt für die Kids-Geschichte. Das hat da was mit zu tun, dass das dann nicht so stark ist. Und ich empfindliche Haut habe und meine Augen dann auch nicht brennen, weil ich mache es natürlich ins Gesicht. Und es läuft natürlich, wenn man schwitzt, ein bisschen runter. In die Augen rein kann es brennen. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Es ist jetzt meine Variante, ne? Die ich mal so ausprobiert habe. Natürlich wichtig, das kombiniert mit eurer, in dem Fall habe ich Hodai Haida, keine Ahnung, ich setze euch in die Infobox, als, na, wie heißt es denn? Skincare, und ich mag da halt gerne bei so einem Wetter eine leichte Emulsion, da nehme ich dann dieses Hodai. Ich weiß nicht, wie der heißt. Hodai. Ich setze euch in die Infobox. Das ist ja schon wieder voll verpeilt hier. Mir ist einfach zu warm. Das setze ich euch rein. Da habe ich mich schon mit eingecremt oder emulsiert. Ist sehr, sehr süß. Ne? Kann man machen. Ja, das mache ich so seit ein, zwei Jahren. Nämlich ist da mein ständiger Begleiter. Ist diese Emulsion mein ständiger Begleiter. Ja, was haben wir denn noch hier schick auf dem Tisch? Ich gucke schon immer wieder nach unten, sorry. Wenn wir das alles fertig haben und uns Tages-Make-up aufzulegen, was jetzt nicht so extrem ist, was die, ja, was jetzt Temperaturen für draußen drin, keine Ahnung, auf der Arbeit, bei Veranstaltungen, bei Geburtstagen, was auch immer. Ich hatte ja schon mein Wet and Wild Video, den Primer hier, diesen Hydration Primer genommen. Es geht ist auch darum, natürlich, dass es jetzt aus der Drogerie ist. Ne? Ist ein Beispiel. Der Wet n Wild Primer kostet 7 Euro circa, glaube ich. Man kann natürlich auch den von Revolution nehmen. Finde ich auch sehr, sehr, sehr schön. Der ist ganz toll. Kostet 8,97 Euro. Ja, wir nehmen jetzt hier den. Habe ich jetzt noch einen anderen Drogerie-Primer, den ich jetzt so spontan voll empfehlen kann. Ich gucke. Moment. Ich finde den, wir bleiben jetzt da mal. Einer eurer Lieblingsprimer. Ihr braucht doch keinen Primer. Aber ich habe jetzt so keinen, außer diese beiden aus der Drogerie, die ich jetzt voll empfehlen kann. Und das machen wir mal eben. Ja, immer schön schütteln. Und das ist halt so richtig fresh. Ein Primer. Und zwar aus dieser Reihe. Machen wir es jetzt mal so. Da ich den Primer oft benutze, weiß ich jetzt gerade voll nicht, wo der geblieben ist. Kann mal passieren. Und zwar Alverde hat eine Hydro-Reihe, nenne ich die jetzt mal. Bei Terry natürlich auch. Alverde hat eine Hydro-Reihe aus der Drogerie und die finde ich recht gut. Benutze ich, das ist schon mein zweites Spray, das ist mein erster Primer, so viel brauche ich immer nicht davon. Ja, wie gesagt, es gibt da auch einen Face-Primer, den ich gerade nicht finde, weil der irgendwo verschwunden ist. Deshalb nehmen wir den von Wet n Wild, das ist die etwas flüssigere Variante, die mir aber auch sehr, sehr gut gefällt. Kommt in so einen Drop, das hatte ich schon mal erzählt und das trage ich mir jetzt hier, weil da auch Hyaluron, glaube ich, drin ist und so, trage ich mir recht großzügig auf, ne?
auch hier mal so ein bisschen, ne, weil da soll das ja auch sitzen. So ein Primer, damit das da alles gleich sitzt. Erfrischt. Genau wie der halt von Alverde. Ich mache jetzt keine Werbung für Alverde, aber das ist mir jetzt echt peinlich, dass ich nicht weiß, wo dieser Primer jetzt geblieben ist. Das kommt, wenn man den dann hier im Zimmer, da im Beauty Case für unterwegs und dann mal im Badezimmer hat. Keine Ahnung, wo der jetzt wieder rumfliegt. Er ist auf jeden Fall dabei und ich nutze ihn wirklich sehr, sehr gerne. Die Inhaltsstoffe sind recht gut und recht einfach. Und das ist gerade, denke ich mal, bei so einem Wetter recht flott. Selbst meine Palme geht hier langsam unter. Warten Sie. Muss du nochmal neu machen. Muss ja ein bisschen wackeln hier, ne? Ja, so. Wir sind hier auch, kommen ja auch gleich zum Ziel hier. Moment, haha, da ist er. So, ich hoffe, ihr seht die. Wow. So, ihr Lieben, wir haben. Ach, geprimed, sehr, sehr geil. So, und dann hatte ich ja schon bei Instagram das mal ganz kurz am 20.08. kurz geteasert, wie ich das denn mache. Dann nehme ich von L'Oreal diese Skin Paradise und mache mir da von der L'Oreal, ist jetzt L'Oreal, Glow Cherry, ein bisschen was ins Gesicht. Das sollte eigentlich meine Grundierung sein. Man kann natürlich auch gerne wie sowas hier den Better Work nehmen. Aber, also der ist gut, der ist auch super, aber ich finde, bei so einem Wetter brauche ich das jetzt gerade nicht. Ich habe ein bisschen Farbe bekommen, trotz 50er Sonnenschutz. Warte. Und zum Beispiel. Der ist auch gut, aber mir gerade zu viel. Ich, so viel Deckkraft brauche ich nicht. Mir reicht dieses Skin Paradise, da bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Und das sitzt da, wo es hin soll. Bleibt da, wo es soll. Also, wenn ich es auftrage, bleibt es da, wo es soll. Dann mache ich mir hier so ein bisschen von der Glow Cherry rein, damit es so ein bisschen smoothie ist. Wir können das natürlich jetzt mit dem Pinsel, was ich sonst meistens mache, mit dem Pinsel auftragen, hier mit meinem Sonia G Face Brush. Kann ich mal eben kurz machen. Pass auf, ich mache das dann mal nicht so kompliziert. Trage man das ein bisschen auf. Jo. Und dann. Seht ihr, wie das eintrocknet, einzieht? Das ist halt so eine Art Tagespflege. Das ist eine. Boah, das braucht man eigentlich gar nicht mit dem Pinsel machen. Totaler Schwachsinn. Das ist ja auch nochmal eine Tagescreme, eine getönte Tagescreme, die mir im Moment vollkommen ausreicht. Na? Reicht mir halt richtig aus. Ist genug. Die ist so reichhaltig. Das ist genug, finde ich. Deckt ab. Es ist alles fresh. Es ist alles schick. Und ganz ehrlich, da braucht man nämlich mal mehr Puder. Man kann natürlich ein paar Stellen jetzt mit dem Concealer noch abdecken. Upsala. Mit dem Concealer noch abdecken, wenn man möchte. Wenn ich den Concealer finde. Steht genau vor mir. Gut, wir werden mit dem Concealer noch so ein paar Sachen abdecken. Pickelchen. Rasurprobleme. Bisschen Under-Eye. So. Machen wir mal eben. So, ich habe meinen Schwamm schon vorbereitet. Mauchi-Schwamm. Lieblingsschwamm. Ja. Wie ihr seht, ganz, ganz, ganz flott, ganz, ganz cool. Kann man nochmal eben überall rüber gehen. Wie gesagt, bei so einem Wetter nehme ich auch jetzt nicht irgendwelche Primer, die irgendwelche Poren abdecken oder so. Nicht, wenn es nicht sein muss. Das lassen wir mal eben. So. Das ist jetzt einmal drauf. Ich sette das mal eben mit diesem Hyaluronspray von Alverde, was unheimlich, oh Gott, mich erfrischt. Sehr, sehr nett. So, also eigentlich wäre es das jetzt schon.
Ich, wie gesagt, ich mache noch nicht mal irgendwie so ein Concealer-Base drauf. Aber was ich mache, es ging auch um die Augen. Ne? Die liebe Sandra hat gesagt, Alex, wie mache ich das? Wie funktioniert das? Genau, Sandra war es. Ich habe hier meine Revolution Eye Base Primer, Eye Primer, den ich auftrage. Man kann natürlich auch von NYX hier einnehmen. Wie gesagt, es geht um Drogerie. Das sind die günstigen Alternativen. Man kann auch mal jetzt einen Concealer nehmen. Aber ich nehme die jetzt mal eben, weil die sorgt für einen Ausgleich. Wie ihr seht. Farbausgleich, aber auch Konsistenz. Die soll so ein bisschen sein wie die P. Louise. Kann man halt bei Revolution bestellen. Es geht aber auch die von NYX. Es geht auch die von Catrice. Das ist ganz egal. Es geht auch der Catrice Concealer für die Base. Ich brauche immer so einen kleinen Ausgleich. Und so war's. Jetzt habe ich mein Wasser drüben stehen lassen. Toll. super vorbereitet. So. Muss da nochmal eben. Also sag mal, wo ist denn eigentlich ein Spiegel, wenn ich ihn brauche? Verdammt. So. Warte. Spiegel. So. Hoch. So. Da nochmal, da nochmal. So, das ist ja alles schick jetzt. So. Ihr Lieben, dann haben wir das soweit. Augenbrauen, klar, machen wir mal eben ganz schnell. Wie seht, ich hätte das nicht. Ich lasse das einfach so. Ups. Ich lasse das einfach so. Ich zeige auch gleich, warum. Meine Augenbrauen mache ich mal eben ganz kurz. Weil mal die Eyebase ein bisschen einzieht. Mache ich mal eben ganz schnell die Augenbrauen. Und das mache ich halt so. Ist wirklich nur eben andeute, weil es geht jetzt darum, es sind 30, 40 Grad und die Suppe läuft so runter. Da macht man halt nicht viel. Deshalb habe ich vorher auch schon so ein bisschen gesettet, weil wenn ich jetzt mit gesettet heißt, also mit für mich mit diesem Primer Spray, wenn ich das mache und ich mich einsprühe und ich habe schon, wie gesagt, dieses Augenbrauen Zeugs drauf. Ich habe dieses Hyaluron Setting Spray oder Erfrischungsspray, wie auch immer, schon vorher drauf gemacht. Da, wenn ich dann mit Mascara oder mit diesem, jetzt zum Beispiel diesem flüssigen Augenbrauengel, meine Augenbrauen ein bisschen nachziehe, dass, upsala, dass das dann nicht runterläuft. Ne? Ist ja klar, bei diesen Temperaturen, gerade bei 30, 40 Grad, das können wir vergessen. So. Die Eyebase sitzt. Ich kann euch nur empfehlen, weniger ist mehr. Eigentlich hilft viel, viel, aber in diesem Fall ist weniger mehr. Und deshalb haben wir jetzt, genau, das sitzt da jetzt, haben wir jetzt hier eine ganz einfache Nummer. Wir nehmen hier unseren lustigen Catrice Orgasm, Sungasm Browser. Das reicht mir. Ich brauche keine Lidschattenpalette jetzt, weil ich euch das mal eben ein flottes Tages-Make-up zeigen möchte, wenn ich meinen Pinsel hier finde. Hier so einen flotten zu Eva Pinsel, diesen Rosa hier. Und dann gehe ich noch so ein bisschen in die Lidfalte. Lege ich mich hier so ein bisschen Lidschatten hin. Oder beziehungsweise lege ich mich so ein bisschen so ein bisschen Browser hin. So, und dann verblende ich das hier mit so einem flotten großen Brush. Und dann war es das schon. Das haben wir. Zwei Pinsel. Das ist jetzt echt nur ein. Oh, ein bisschen dürfen wir noch. Wie gesagt, je mehr ihr macht, desto mehr verschwindet das. Wie gesagt, ich habe diese Eyebase, wie gesagt, die kann man auch von NYX nehmen, kann man von Catrice nehmen, also diesen Eye Primer, habe ich jetzt drauf gemacht, damit das hier, was ich jetzt, angemalt, also was ich jetzt hier mit Lidschatten, beziehungsweise mit Browser verschönert habe, sozusagen, dass das nicht wegrutscht,
abrutscht. Das ist jetzt ein Versuch. Man muss gucken, wenn man was man nutzt, ob man ein trockenes Lid hat, ob man ein öliges Lid hat, also ein feuchtes Lid, sagt man in dem Fall, ob es trocken oder feucht ist. Da muss man halt gucken und dann den Primer anpassen. Also das Lid hat manchmal nichts mit der Haut zu tun. Das sind so verschiedene, jede Haut. Geschichte im Gesicht hat da wahrscheinlich, man hat da so Zonen, die sind mal trocken, mal nicht trocken. Und in dem Fall, dann hat das auch was mit Sommer zu tun. In dem Fall haben wir das jetzt mal eben so ein bisschen gesettet. Das ist jetzt, ich sag mal, für Mischhaut, das ist für trocken und für, würde ich jetzt vorsichtig sagen, für trocken und für ölige Haut. So, das haben wir jetzt fertig. Dann, ich weiß, dann mache ich immer noch, das hätte ich vielleicht vorher machen sollen, das ist ein bisschen doof, bei diesen Primer drauf. Den lasse ich jetzt mal kurz trocken, eigentlich nur ganz ein bisschen. Und ich sage euch, Leute, dass bei fast 40 Grad auf einer Outdoor-Geschichte mit meiner wasserfesten Roller-Lash oder in dem Fall. Machen wir jetzt noch eine andere Mascara. Mit einer Drogeriemascara, wasserfest, natürlich bei dem Wetter, schwitzen, nicht schwitzen, lange rumlaufen, wie auch immer. Mit einer wasserfesten Mascara, die ich ganz nett finde. Die ist jetzt nicht schwierig, ist recht einfach. Und zwar die von e.l.f., die wasserfeste Mascara. Die hat halt so ein Bürstchen, das finde ich halt ganz cool. Waterproof Mascara von e.l.f. Hatte ich von Müller jetzt, ne? Ein bisschen Mascara hier aufgetragen. Und dann würde ich bei diesem Wetter sagen, dass wir fast fertig sind. Einfach nochmal so einen flotten Lipgloss. Rüber zu geben, ein Lieblingslipgloss eurer Wahl. Und das war's. Nicht viel machen. So kommt man sehr, sehr gut durch den Tag. Und ein bisschen Make-up, ein bisschen Augen, fertig. So Kontur würde ich jetzt hier noch Blush kann man machen, aber bei dem Wetter wirklich nicht. Na? Ich hoffe, ich konnte euch da jetzt weiterhelfen. Und das war mal so ein kleines Video zwischendurch. Jo. Ne? Und es sollte hier auch alles klappen. Wie gesagt, wenn da mal was nicht sitzt, der Spray, der Schwamm. Ein Spray eurer Wahl ist egal, geht auch sowas hier. Ne? Ist vollkommen egal. Und dann ist das. Der kann mal zur Post, zum Bäcker, zur Arbeit gehen und dann passt das. Dankeschön. Macht's gut. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschö.